herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, denn ich nehme euch heute wieder mit durch unseren Alltag. Mal gucken, was wir heute so machen. Wir wollen auf jeden Fall rausgehen, irgendwo Kuchen essen, Kaffee trinken. Das Wetter ist heute nicht so schön, also Spielplatz wird nichts werden, weil es regnet oder ist so ein Schneeregen. Und ich wollte noch einen Honigkuchen backen mit euch zusammen. Das backen wir schon irgendwie ganz oft, viele Jahre. Das ist wie so ein süßes Brot und Kinder, die lieben das total. Also mein Kleiner vor allem, mit Butter kann man das essen. Ja, das machen wir. Und ja, und dann hier hinten sind meine schönen Pflanzen. Ach, ich habe euch ja schon auf Instagram gefragt, ob ihr auch so einen Pflanzenknall habt wie ich. Ich möchte noch viel mehr Pflanzen. Also ich möchte irgendwie ganz viele Pflanzen irgendwann stehen haben. Ich finde das so toll. Und unsere Wohnung hat Südseite. Das Zeug wächst also auch. Und gerade diese Monstera hier, also die wächst so, so krass. Und ich weiß nicht, ich gieße so alle 1 bis 2 Wochen einmal. Also Pflanzen finde ich richtig toll. Vielleicht gehe ich auch mal demnächst wieder in einen Pflanzenladen. Da nehme ich euch aber auch mit. Wir haben hier einen ganz, ganz schönen Pflanzenladen und ich würde da auch echt drauf achten. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel bei Ikea oder so kauft, das kann gut sein, man kann da Glück haben, aber das ist halt echt so eine Massenzucht. Und wenn man hier so in so kleinere Pflanzenläden geht, ich glaube, die haben einfach da andere Händler oder so, vielleicht gucken die da doch mehr drauf. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das meistens dann besser wächst, das Zeug. Und da hinten diese Palmen, also die weiß ich nicht, die habe ich schon 20 Jahre oder noch länger. Und ja, und jetzt steht da der Papa mit dem Baby. Das heißt, ich gehe jetzt mal weiter. So, und jetzt wollte ich mal hier euch dieses schöne Haus zeigen. Das ist ein ganz tolles Papphaus. Ist wirklich nur aus Pappe. Aber dieses Haus kostet irgendwie 60 Euro. Und es ist ja einfach nur Pappe. Ne? Dann denke ich mir so, nö, für 60 Euro so ein Stück Pappe. Aber schön ist das. So ein richtiges, schönes Papphaus. Ich finde das total süß. Da könnte man dann irgendwie so für die Kinder so ein Kissen reinmachen. Jetzt sind wir in der Küche und ich backe mal mit euch unseren Honigkuchen. Den essen wir wirklich total gerne und er ist auch ganz einfach. Und zwar, wir haben hier einmal 250 ml Milch. Die mache ich jetzt einfach mal hier rein. Ich habe jetzt einfach so einen kleinen Topf vorbereitet. Der steht auf einer Küchenwaage. Das ist dann für mich ganz einfach, alles mit dem Abmessen. Die mache ich jetzt mal an. Und dann gebe ich dazu, zur Milch, 125 Gramm Honig. Da habe ich hier auch so einen schönen, den kratze ich jetzt da mal raus, also 125 Gramm ungefähr. Das sind jetzt 45. Ich kratze jetzt einfach ein Glas schon mal leer. Und ich habe hier noch einen anderen, das ist der hier. Also ich liebe diesen, das ist so ein richtiger, schöner, deutscher Sommerblüte-Honig. So. Und da möchte ich jetzt 125 Gramm. Nehmen wir jetzt mal da raus. Ihr könnt natürlich auch jetzt flüssigen Honig nehmen, aber ich nehme halt grundsätzlich am liebsten den... Genau, jetzt habe ich 125 Gramm Honig. Super. Dann brauche ich 125 Gramm Zucker. Da könnt ihr auch braunen Zucker nehmen. Ich habe jetzt so diesen weißen.
So, auch 125 Gramm. Dann ein Päckchen Vanillezucker. Wie gesagt, es ist sehr, sehr einfach. Dann einen kleinen Teelöffel Salz. So. Teelöffel Salz. Und dann kommt das Wichtigste, nämlich dieses Lebkuchengewürz. Ja, und jetzt denkt ihr bestimmt, was, wir haben doch jetzt kein Weihnachten mehr. Genau, wir haben kein Weihnachten mehr, aber in diesem Honigkuchen schmeckt das einfach so, so gut. Und in Holland zum Beispiel gibt es ja diesen Honigkuchen irgendwie das ganze Jahr. Also die essen das ja immer, diesen Frühstückskuchen. So, und ich mache da ungefähr, weiß ich nicht, so nach Gefühl. Ihr könnt jetzt auch noch Zimt dazu machen extra, aber das mache ich jetzt nicht. Genau, dieses leckere Lebkuchengewürz. So, und jetzt stelle ich das auf den Herd und erwärme das einfach. Also mache das einfach, dass der Honig schön flüssig wird. Und dann machen wir noch das Mehl dazu. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. So, das war jetzt auf dem Herd. Und das muss auch nicht kochen, sondern das erwärmt ihr nur so ganz leicht, dass der Honig halt einfach schmilzt, ne? Dass das schön flüssig ist. So, und jetzt kommt zu dem ganzen Spaß noch Mehl, und zwar 250 Gramm mit Backpulver. Das bereitet ihr am besten vorher in einem kleinen Gefäß vor und das wird dann einfach hier reingeschüttet. 250 Gramm Mehl gemischt mit Backpulver, oder ich nehme am liebsten dieses Weinstein-Backpulver, weil ich mag diesen Geschmack vom Backpulver nicht so sehr. Also ich bin da irgendwie, manche mögen das ja, ich nicht. Deshalb kaufe ich immer diesen das Weinstein-Backpulver. Bei DM gibt es das. So, und dann rühren wir das einfach schön in den Topf. Und dann haben wir unseren Teig auch gleich fertig. So, und jetzt entsteht da so ein schöner, seht ihr das, so ein schöner Teig. Und den, so, jetzt ist der Maus ihr Backwerkzeug runtergefallen. Da ist es wieder, da ist es. So, jetzt ist der Teig fertig. So ungefähr. Und mich erinnert das immer so ein bisschen an so ein Brot, ne? Also das hat was von einem Brot. Also man kann das halt auch echt wie so ein süßes Brot auch gern dann mit Butter essen. So, und dann kippt man das einfach in so eine Kastenform rein. So. Da habe ich jetzt hier so eine Silikonkastenform. Und die kommt jetzt einfach mal so, ich habe einen älteren Gasherd, ich mache das jetzt so Pi mal Daumen, vielleicht so für, weiß ich nicht, 20 Minuten in den Backofen, dann seht ihr das ja, wenn das schön hoch geht und wie so ein schönes Brot aussieht, dann ist es fertig. So, der Kuchen ist jetzt raus aus der Form, genau, so sieht der aus, wie so ein Brot, und wir schneiden den dann gleich mal zusammen an. Mal gucken, wie er geworden ist. Und der war jetzt ungefähr so 30, 40 Minuten drin. Ihr müsst einfach mal gucken, was ihr für einen Ofen habt. Und ja, und ihr, wenn ihr wüsstet, wie gut das riecht, das ist echt unglaublich gut. Wir haben ihn jetzt aufgeschnitten und jetzt kommt jemand kosten. Und? Lecker? Perfekt. Oh, du bist toll. Super. Ach, na schön. Also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr beliebtes Essen hier bei uns. Und dazu ein Glas Milch oder Schokomel. Perfekt, gerade im Winter, aber auch im Sommer. Jetzt sind wir an der Carrera-Bahn, ja. Also, um hier Lust zu fahren mit diesem Auto, muss ich hier drauf drücken. Okay. Gucken mal auf das Auto. Welches? Auf das da. Mario? Ja. Da ist ein kleines Füßlein, was an die Fernbedienung möchte. Ich krieg das schon mit. Kannst fahren. Mhm. Ja, die muss ich mal versuchen, hier das zurückzukriegen.
So, und falls einer wissen will, wo der Socken ist, der ist auf der Bahn. Na los. Oh oh. Crash. Na, Mario Kart hängt drin. So, auflegen. Was mich mal noch interessieren würde, habt ihr eigentlich auch Kinder, die jetzt im Vorschulalter sind, also die jetzt dann in die Schule kommen? Weil wir haben das ja und ich muss ehrlich sagen, also mein Kleiner, ich glaube, der freut sich schon auf die Schule. Ich habe so das Gefühl, die Mädchen, die sind da irgendwie einen Ticken weiter. Ne? Also die malen ja schon viel mehr, das macht er irgendwie nicht so gerne, aber er freut sich auf die Schule. Er ist echt irgendwie wissbegierig, aber ich habe damit echt ein Problem, also für mich. Ach, wenn je näher das jetzt kommt, desto mehr, weiß ich nicht, also das ist so doof. Ich meine, ich leide jetzt nicht oder so, aber das ist halt ein Abschied. Ne? Also so ein Schuleintritt heißt, es geht jetzt ein neuer Abschnitt los. Und dazu kommt jetzt auch, dass meine Kleine dann auch schon jetzt wieder bald, ich meine, sie ist jetzt 8 Monate, aber wenn die dann, ich merke jetzt so, wie ich manchmal ganz schön traurig bin einfach, ne, dass die Zeit so vergeht, dass sie jetzt einfach schon 8 Monate ist. Also wir sind im 9. Monat und da sind auch so ein paar Sachen, das erzähle ich euch dann im nächsten Update, wo ich mich so entdeckt habe, also wo ich so Sachen bei mir festgestellt habe, wo ich meinte so, oh Gott, du willst echt nicht loslassen. Ne? Also kennt ihr das? Habt ihr das auch so oder bin ich da die Einzige? Weil ja, wenn man jetzt jünger ist, also bei meinem ersten Kind war ich ja jünger und da war ich irgendwie gechillter. Da hatte ich das nicht so, weil ich ja auch immer wusste, naja, vielleicht kriegst du ja noch ein Baby, ne? Aber ich glaube, wenn man dann wirklich für sich so festgelegt hat, jetzt ist das vorbei, jetzt wird da kein Baby mehr kommen und kein Kind mehr, dann ist das schon echt ein schmerzlicher Abschied irgendwie für einen, ne? Also ich weiß nicht, ihr Frauen, kennt ihr das? Wenn ja, dann macht doch mal mit, ich stelle einfach so eine kleine Umfrage hier wieder rein. Weil das würde mich echt mal interessieren, ob ich da die Einzige bin, die so tickt oder ja, ich freue mich natürlich auch auf das, was kommt und dass man wieder freier ist, dass man auch mal dann abend wieder was machen kann und so, ne? Das, klar, da freue ich mich auch drauf, wieder auf mein soziales Leben irgendwie mehr. Aber ich habe das auch so sehr genossen, also diese letzten Monate und diese Schwangerschaft und ach, ich genieße das wirklich. Ich genieße auch noch jeden Tag, wo wir eben auch noch nicht in die Schule gehen. Einfach so diese Freiheit, dieses, ach, ja, das ist einfach so, ich kann es nicht erklären. Also das belastet mich gerade so ein bisschen, obwohl ich mich eigentlich voll auf den Frühling freue. Und ich weiß, jetzt kommt noch eine schöne Zeit und ich freue mich auch wieder total auf meine Arbeit und auf die Leute und so. Und das habe auch nur ich. Ne? Also mein Mann, der sagt so, was hast du denn? Freu dich doch, das ist doch alles toll und jetzt geht's doch los. Und ja. Aber vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht bin ich nicht nur alleine, die so bescheuert ist und solche Gefühle hat und ja. Aber vielleicht ist das auch so ein Zeichen von, dass man einfach dankbar ist und das auch alles schätzt und auch, man hört ja nur so, auch so Sachen, weiß ich nicht, ich habe auch wieder im familiären Freundeskreis was erfahren und so. Also ich meine, man muss so dankbar sein und sich so freuen über dieses Glück, egal ob man jetzt ein Kind hat und Familie, wirklich so seine Menschen, die man lieb hat, ne? Weil wir alle nicht wissen, wie lange unsere Zeit hier auf Erden ist. Ne? Das klingt so abgedroschen, aber so ist es, Leute. Und klar, ich werde jetzt auch immer älter, dann denkt man vielleicht auch mehr drüber nach, als vielleicht jetzt mit Mitte 20. Aber doch, mit Mitte 20 habe ich auch schon eigentlich so Gedanken gehabt und irgendwie gedacht, mein Gott, wenn dann meine Großeltern mal nicht mehr sind und so. Ja, und jetzt sind die auch nicht mehr. Also das ist schon echt heftig, ne? So die Abschnitte im Leben und deshalb vielleicht auch so dieses Ding, wenn dann das Kind jetzt in die Schule kommt, dann hat man wirklich so bewusst diesen Abschnitt, jetzt ist wieder ein Teil zu Ende, jetzt geht es in eine neue Zeit oder in einen neuen Abschnitt rein und worauf ich mich natürlich auch freue und ich will jetzt auch gar nicht so negativ sein und das Leben ist schön und wir sollten echt jeden Tag dankbar sein für alles und auch wenn es uns mal nicht gut geht oder wir krank sind und so, es hat alles seinen Sinn und seid immer lieb zu euch, zu euren Partnern, weil das ist natürlich auch schwer. Da kann ich auch gerne mal drüber sprechen, wenn euch das interessiert. So mit der Partnerschaft und Kindern und so verändert sich ja auch einiges. Aber genau, man muss echt alles schätzen. Es ist nicht selbstverständlich, finde ich. Ja, dann sind wir jetzt am Ende des kleinen Films angekommen. Ich freue mich, dass ihr wieder so lange zugeschaut habt. Wenn euch meine Videos hier gefallen, dann abonniert mich gern kostenfrei.
oder gebt mir einen Daumen nach oben, dann verpasst ihr hier gar nichts mehr. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Film.